Ist der Mensch ein Überlebenskünstler? Kann er sich mit Tieren messen? Wir begegnen jetzt den Top 10 der Überlebenskünstler und werden sehen, wie gut wir dagegen abschneiden. Und hier sind sie, die härtesten unter den Lebenden, die Top 10 Überlebenskünstler bei Tierisch Extrem. Die Erde ist ein Planet der Extreme. Extreme Lebensräume. Extreme Tiere. Doch einige Tiere sind noch extremer als andere. Wir bringen jetzt die erstaunlichsten und außergewöhnlichsten in Tierisch Extrem. Unser Countdown beginnt in einem Land voller Extreme. Extreme Hitze, extreme Trockenheit. Wer in einer Wüste überleben kann, muss schon sehr zäh sein. Kamele stehen deshalb auf Platz 10 unserer Top 10 der extremsten Überlebenskünstler. Schon seit Tausenden von Jahren durchqueren Menschen die trockenen Sandwüsten Arabiens auf diesen sogenannten Wüstenschiffen. Und es gibt gute Gründe, warum sie dazu Kamele benutzen und nicht die außerhalb Arabiens üblichen Pferde. Das Kamel mag vielleicht nicht so hübsch aussehen, es kann jedoch unter Bedingungen überleben, die kein Pferd jemals ertragen könnte, was uns Kamelzüchter Jill Riegler bestätigen kann. Kamele sind erstaunlich gut an die Wüste angepasst. Es ist trocken, es ist heiß und es gibt kaum Nahrung. Doch sehen Sie mal, wie groß und stark diese Tiere sind. Rund 10 Stunden am Tag können sie 250 Kilo auf dem Rücken tragen, ohne zu essen oder zu trinken. Ihre ganze Erscheinung drückt die Anpassung an ihre Umgebung aus. Ihre Nasenlöcher sind näher betrachtet kleine Schlitze, die während eines Sandsturms mit Hilfe spezieller Muskeln verschließbar sind. Feine Härchen an der Innenseite filtern Sand heraus, wenn sie atmen. Lange Wimpern schützen vor Sand in den Augen und mit ihrem zweiten Augenlid, das sich über das Auge legt, laufen Kamele dann sozusagen mit geschlossenen Augen durch die Wüste. Das markanteste Merkmal des Kamels, der Höcker, ist wie geschaffen für das Leben in der Wüste. Anders als gemeinhin angenommen, ist der Höcker kein Wasserspeicher, sondern ein Fettdepot, eine zuverlässige Energiereserve für Notzeiten. Aber wie zäh ist das Kamel mit all seinen eingebauten Überlebensfunktionen wirklich? Man stelle sich vor, in einer Wüste ausgesetzt zu sein. Kein Wasser, kein Schatten und eine Temperatur von 50 Grad Celsius. In dieser extremen Hitze beginnt der Körper in bedrohlichem Maße zu schwitzen. Schwitzen reduziert die Körperflüssigkeit. Verliert man mehr als 12% des Körpergewichts, wird die Lage ernst. Wenn man jetzt nichts trinkt, ist man in 36 Stunden tot. Hätten Menschen die Überlebensfähigkeiten eines Kamels, könnten sie die Hitze sehr viel länger aushalten. Nicht nur, weil das Kamel in der Lage ist, Wasser besser zu speichern. Es kann auch 25% seines Körpergewichts verlieren, ohne Schaden zu nehmen. Es kann ganze 8 Tage ohne Wasser überleben. Kein Wunder, dass es dann sehr durstig ist und 80 Liter Wasser auf einmal trinkt. Es war jedoch der menschliche Wissensdurst, der das Kamel schließlich aus der Wüste in unsere Wohnstube brachte.
Kamelmilch ist sehr nahrhaft, da es in der Wüste weder Früchte noch Gemüse gibt, um den Vitamin-C-Bedarf eines jungen Kamels zu decken, enthält Kamelmilch dreimal so viel Vitamin C wie Kuhmilch. Außerdem enthält sie Insulin, und wir wollen herausfinden, ob dieses Insulin Diabetikern helfen könnte. Aber natürlich muss dazu die Milch erst einmal aus dem Kamel heraus. Good girl. Jill züchtet nicht nur Kamele, er melkt sie auch. Er ist Besitzer der ersten Kamelmolkerei in den USA. Die Idee ist nicht neu. Menschen in allen Wüsten der Welt sind auf diese nährstoffreiche Milch angewiesen. Jill fand heraus, dass Kamelmilch im Vergleich zu Kuhmilch nicht nur 40% weniger Cholesterin enthält. Gut gekühlt bleibt sie auch viel länger frisch. Es ist zwar ein langer Weg aus den Wüsten Arabiens in unsere Kühlschränke, doch wer weiß, vielleicht heißen Kamele bei uns eines Tages Wüstenkühe. Der nächste Kandidat in Countdown ist leider so gar nicht zum Knutschen. Willkommen in Dry Bones, Texas. High Noon. Für Kammerjäger Michael Bowden. Ratten sind zwar im Überleben weit vorne auf Platz 9, doch leider auch Gesundheitsschädling Nummer 1. Ratten gibt es schon seit Millionen von Jahren und sie haben sich seit jeher dem Menschen angeschlossen. So konnten sie sich zu wahren Anpassungskünstlern entwickeln. Außerdem sind sie sehr fruchtbar. Nagetiere wie die Ratte entwickeln sich nach der Geburt sehr schnell und können 30 bis 45 Tage später schon selbst wieder Junge bekommen. So gesehen kann ein einziges Rattenpärchen rund 15.000 Nachkommen im Jahr haben, vorausgesetzt alle würden überleben. Und darin sind sie sehr gut. Ratten besetzen Platz 9 in unserem Countdown, denn sie sind extrem robust. Und das müssen sie auch sein, denn wir lassen keine Gelegenheit ungenutzt, sie mitsamt ihren Krankheitserregern auszurotten. Aber es scheint, als würden es stattdessen immer mehr. Heutzutage zählt man in den meisten Großstädten pro Einwohner mindestens eine Ratte. Warum nur sind uns diese gerissenen Nager immer eine Nasenlänge voraus? Nun, Ratten sind tierische Athleten. Sie besitzen fast übermenschliche Kräfte und verschaffen sich selbst auf unappetitlichsten Wegen Zugang in unsere Häuser. Wahrscheinlich sind Ratten einer unserer schlimmsten Albträume. Aber wäre es nicht traumhaft, ihre Superkräfte zu besitzen? Wäre man eine Ratte, könnte man in kleinste Ritzen schlüpfen. Auf die flexiblen Schädelknochen kommt es an. Geht der Kopf erstmal durch ein Loch, passt die ganze Ratte durch. Als Ratte könnte man in keinem Rohr stecken bleiben. Mit Kiefern, die 120 Mal stärker sind als die eines Menschen, könnte man leicht ein Loch in ein Bleirohr, eine Mülltonne oder sogar durch Wände nagen. Und sollte es einmal keine so praktische Fluchtmöglichkeit geben wie eine Toilette, keine Panik. Eine Ratte ist so viel kleiner und leichter als ein Mensch, dass sie sich locker aus großer Höhe fallen lassen kann. Mit den Superkräften einer Ratte könnte ein Mensch den Sturz von einem fünfstöckigen Gebäude überleben. Deshalb ist uns auch jedes Mittel recht, diese Überlebenskünstler loszuwerden.
Rattengift ist unsere Lieblingswaffe. Ratten haben jedoch eine Taktik entwickelt, diesen chemischen Feldzug zu überleben. Wenn sie ihnen unbekanntes Futter finden, sieht es so aus, als ob sie zunächst nur winzige Mengen davon fressen, auch von den Giften. Möglicherweise bauen die Nagetiere dadurch eine Immunität gegen die Gifte auf. Gekoppelt mit einer hohen Fortpflanzungsrate führt das wohl hin und wieder zu Superratten. Wissenschaftler nennen diese dann gerne kleine Giftfässer auf vier Beinen. Auch unter uns Menschen soll es solche Gifttolerante geben. Einer von ihnen war einer Legende nach der berühmt-berüchtigte Geistheiler Rasputin. Im zaristischen Russland um 1916 war Rasputin bereits ein so unbequemer Zeitgenosse, dass eine Gruppe von Verschwörern beschloss, ihn mit Cyankali zu vergiften. Aber er überlebte die Henkersmahlzeit. Die Giftwirkung konnte sich wegen einer chronischen Magenschleimhautentzündung angeblich nicht entfalten. So hat Rasputin, ähnlich einer Ratte, dem Tod ein Schnippchen schlagen können. Aber die Attentäter beschlossen, ihn nun zu erschießen. Mehrmals. Und wieder starb er nicht. Nicht bevor sie ihn niedergeschlagen und in einen Fluss geworfen hatten. Er starb also weder durch das Gift noch im Kugelhagel, sondern erst durch Ertrinken. Auch wenn sie schwerer zu beseitigen sind als Rasputin, Ratten stehen nur auf Rang 9 in unserem Wettbewerb der Extreme. Die ersten beiden Herausforderer haben wir überlebt, aber später werden wir Tieren begegnen, deren Zähigkeit jede Krankenversicherung überflüssig macht. Sie entkommen jedem Desaster, sogar dem Weltuntergang. Weiter geht's mit dem Countdown der Überlebenskünstler in Tierisch Extrem. Und nun zur Nummer 8 im Countdown. Das Meer kann sehr gefährlich sein, vor allem, wenn man Tölpel ist. Der australische Tölpel jagt Fische. Das Problem dabei ist, wie fängt man Fische, wenn man rund 30 Meter über der Meeresoberfläche schwebt? Die Lösung ist einfach, wenn auch etwas extrem. Tölpel liegen auf Platz 8 unserer Rangliste, weil kein normales Tier einen Sturzflug ins Wasser mit 140 Kilometer pro Stunde überleben würde. Bei dieser Geschwindigkeit hat eigentlich jeder Aufprall fatale Folgen. Nur ein Dummy kann das riskieren. Tölpel sind extreme Überlebenskünstler, dank ihres cleveren Körperbaus. Sie haben zum Beispiel keine Nasenlöcher. So können sie den Schnabel beim Aufprall festgeschlossen halten und schlucken beim Eintauchen kein Wasser. Unter der Haut hat der Tölpel so etwas wie Luftkissen. Die bläht er kurz vor dem Eintauchen auf, um den Schock des Aufpralls zu mindern. Wir kennen etwas Vergleichbares als Airbags in unseren Autos. Der menschliche Körper ist für solche extremen Erschütterungen nicht geschaffen. Wer also sollte ein Interesse daran haben, sich mit 100 Stundenkilometer ins Wasser zu stürzen? Willkommen bei einer Extremsportart, dem Klippenspringen. Diese Teufelskerle springen von Klippen doppelt so hoch wie beim olympischen Turmspringen und treffen dabei 9-mal härter auf die Wasseroberfläche auf. Einer dieser menschlichen Tölpel ist Dustin Webster. Warum ich da runterspringe? Nun, im Gegensatz zu einigen Tieren brauche ich das natürlich nicht, um zu überleben. Was mich am Springen reizt, ist der Adrenalinkick. Wenn du am Abgrund stehst, erkennst du auf den ersten Blick gar nicht, wie tief es wirklich runtergeht.
Heute bin ich aus einer Höhe von 19 Metern gesprungen. Ganz schön hoch, wenn man bedenkt, dass der menschliche Körper gar nicht für solche Erschütterungen geschaffen ist. Ich kann nur sagen, wenn du aufpeilst, entspanne den Körper auf keinen Fall, bevor du wieder atmen kannst. Denn wenn die Körperspannung nachlässt, reißt dich das Wasser in Stücke. Es zerbröselt dich förmlich. Etwas Vergleichbares erlebst du höchstens noch bei einem Verkehrsunfall. Wenn du in der Luft bist, bleibt dir keine Zeit zu überlegen, ob du Angst hast oder so. In dieser Situation funktionierst du einfach. Entweder du passt auf oder es gibt Verletzungen. Klippenspringen ist vor allem eine mentale Geschichte. Ein Sturz aus dieser Höhe, das ist extrem. Ich persönlich schätze mich glücklich, dass ich das schon so lange machen kann. Ich habe ein tolles Leben, so um die Welt zu reisen und von irgendwas herunterzuspringen. Das Springen aus großer Höhe hat schon seinen Reiz, ist aber auch extrem gefährlich, selbst wenn man mit den Füßen voraus aufschlägt. Man sollte es besser den Tieren überlassen, die für solche Geschwindigkeiten eingebaute Schutzvorrichtungen besitzen. Wer nun glaubt, dass waghalsige Taucher, erstaunliche Kletterer, Durst- und Hungerkünstler besonders hart sind, der kennt das Tier noch nicht, das in so großen Höhen überleben kann, wo uns die Luft ausginge. Und das sehen wir gleich. Bei Tierisch Extrem. Unsere nächsten zähen Spitzenreiter leben in den Anden, einer Bergkette in Südamerika. Obwohl sie Verwandte der Kamele sind, überleben sie keine extreme Hitze, dafür aber extreme Höhe. Und hier sind sie, die Guanacos. Man findet sie in 5 Kilometer Höhe über dem Meeresspiegel. Dort oben ist die Luft gefährlich dünn. Ihr Sauerstoffgehalt beträgt gerade mal ein Drittel von dem auf Meereshöhe. Und deshalb liegen Guanacos auf Platz 7 des Countdown. Sie sind perfekt an Lebensumstände angepasst, bei denen wir nur noch nach Luft schnappen würden. Man stelle sich vor, auf einem rund 3500 Meter hohen Berg ausgesetzt zu sein. In der viel dünneren Luft würde man bald Übelkeit und Müdigkeit empfinden, denn für eine optimale Leistung brauchen die Organe ausreichend Sauerstoff. Und Sauerstoff wird von roten Blutkörperchen transportiert. Ein Teelöffel Blut enthält rund 19 Milliarden roter Blutkörperchen. Klingt zwar üppig, reicht in der dünnen Luft jedoch bei weitem nicht. Daher kann Bergsteigen so gefährlich sein. Auf 5000 Meter Höhe würde man 4-mal schneller atmen als normal und dennoch unter Sauerstoffmangel leiden. In der Todeszone über 7500 Meter versagt irgendwann der Verdauungsapparat und verzehrt sich schließlich selbst in dem verzweifelten Versuch, Sauerstoff zu kriegen. Keine angenehme Art zu sterben. Alles kein Thema, hätte man die Fähigkeiten eines Guanaco. Menschen mit Guanaco-Blut hätten 4-mal so viele rote Blutkörperchen und die würden auch noch doppelt so lange leben. Mit dieser Menge roter Blutkörperchen könnte man sehr viel mehr Sauerstoff in der dünnen Luft aufnehmen und wäre dann genauso gut an diesen extremen Lebensraum angepasst wie Guanacos. Guanacos wurden einst beschrieben als ein Mischmasch von Merkmalen, die den Anforderungen der Tiere, für die sie ursprünglich vorgesehen waren, nicht genügt haben. Aber denken wir an die anderen Überlebenskünstler unseres Wettbewerbs, hat dieser angebliche Mischmasch wohl auch Vorteile.
Wenn Ratten für uns der absolute Horror sind, dann müssen Kakerlaken ein Albtraum für Ratten sein. Die aggressiven Insekten besetzen hier Platz 6 unseres Countdown. Denn sie überleben so ziemlich jeden Versuch, sie aus dem Weg zu räumen. Wen wundert's? Dank ihrer hochempfindlichen Fühler und weiteren Sinnesorganen am Hinterteil können Kakerlaken quasi jeder Gefahr ausweichen. Sie haben immerhin schon rund 400 Millionen Jahre Erfahrung darin, denn lange bevor sie Einzug in unsere Küchen hielten, waren sie schon mit den Dinosauriern unterwegs. Die abenteuerlichste Survival-Story über Schaben kommt aus den Vorstadtküchen von Natick in Massachusetts. Vor 30 Jahren experimentierten Wissenschaftler des ortsansässigen Militärstützpunktes mit Madagaskar-Fauchschaben. Sie setzten die Insekten radioaktiver Strahlung aus. Schaben können 200 Mal mehr Radioaktivität überleben als wir. Am Ende des Experiments beschloss man, die nunmehr verstrahlte Schabenkolonie zu vergiften und in Plastiksäcke verpackt auf der örtlichen Müllkippe zu entsorgen. Aber diese Tiere ließen sich ihr Ende nicht vorschreiben. Sie ignorierten das Gift, fraßen sich aus den Säcken und eroberten bald schon die Vororte. Bei einem Bewohner erschienen die strahlenden Gäste sogar zum Frühstück. Die einzig zuverlässige Methode, diese Schaben zu vernichten, glaubte man, sei sie mit dem Hammer zu erschlagen. Doch selbst so muss man gut zielen. Kopflose Kakerlaken können noch einen Monat lang leben. Erst dann verdursten sie. Schaben sind wohl zäher, als es für sie gut ist. Weil es so schwer ist, sie loszuwerden, finden die meisten Menschen sie widerlich. Okay. Das hier sind Madagaskar-Fauchschaben. Ich hab's euch gesagt, Leute, sie gefallen euch bestimmt. Selbst Umweltpädagogen wie Paul Hahn haben Schwierigkeiten, den Menschen die wahrlich unglaublichen Überlebensfähigkeiten der Schaben zu vermitteln. Kakerlaken sind ekelhaft. Dann wollen wir mal sehen, ob es einen Kandidaten gibt, der noch tiefer sinken kann. Wir durchkämmen jetzt nämlich den Meeresboden, um ein Tier zu finden, das so zäh ist, dass es nicht nur jeden Tag in Säure badet, sondern auch noch von Giften lebt. Und gleich erleben wir es in Tierisch Extrem. Nummer 5 unseres Countdown kann man nicht mit einem Schnorchel finden. Dazu braucht man schon Alvin. Alvin ist ein Tiefseetauchboot. Die Tiefsee ist wie der Weltraum. Geheimnisvoll, dunkel und bedrohlich. Alvin, der Tauchheld aus Stahl, wurde also für den Einsatz unter Extrembedingungen konstruiert. Es geht geradeaus herunter bis in 2500 Meter Tiefe. Das Sonnenlicht verschwindet schon nach etwa 100 Metern. Man kann sich kaum vorstellen, dass hier unten etwas überlebt. Und dann taucht mitten im Niemandsland ein Miniaturvulkan auf. Ein kegelförmiger Schornstein. Ein sogenannter schwarzer Raucher bläst kochend heiße, giftige Chemikalien ins Meer. Um hier überleben zu können, ist äußerste Härte gefragt. Wie die Härte? Eines Röhrenwurms. Röhrenwürmer sind seltsame Tiere. Sie haben keinen Mund, keinen Magen und kein Hinterteil. Sie verwandeln giftige Chemikalien in Nährstoffe mithilfe von Milliarden Bakterien. Hier, im Dunstkreis des schwarzen Rauchers, überleben sie unter Bedingungen, die jedes andere Lebewesen töten würden.
Man stelle sich vor, man besäße die Härte eines Röhrenwurms. Dann läge man sein ganzes Leben lang in einem Säurebad und würde Schwefelwasserstoff atmen, ein Gas so tödlich wie Cyanid. Die Füße wären in eiskaltem Wasser, der Kopf hingegen würde kochen in den siedenden Schwaden des schwarzen Rauchers. Doch das Tödlichste von allem ist der extreme Wasserdruck von oben. Es ist, als versuchte man, mit dem Gewicht eines Blauwals auf der Brust zu atmen. Das ist ein Druck von über 200 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Für uns wäre es völlig unmöglich, in Wassertiefen von 3000 Metern zu überleben. Doch Tanya Streeter von den Cayman-Inseln gibt ihr Bestes, um dorthin zu kommen. Tanya ist Apnoe-Taucherin. Das heißt, sie holt nur einmal tief Luft und taucht dann so tief wie möglich. Es ist schwer vorstellbar, über 2,5 Minuten lang die Luft anzuhalten. Und hat man dann 60 Meter Tiefe unterschritten, schrumpfen die Lungenflügel unter dem extremen Druck auf die Größe von Eierbechern. Aber abtauchen ist die leichtere Übung. Unten angekommen, muss sie ja wieder zur Oberfläche zurück. Bei ihren tiefsten Tauchgängen eine Strecke von fast 100 Metern. Und das mit einem einzigen Atemzug. Tanya Streeter verschreibt sich dem Extremtauchen, aber selbst sie müsste 20 Mal tiefer tauchen, um die Welt der Röhrenwürmer zu erreichen. Unser nächster Kandidat zeigt jedoch noch weitaus mehr Ausdauer als Tanya. Willkommen in der Arktis. In diesem eisigen Lebensraum hat jedes Tier seine eigene Art, um der extremen Kälte zu widerstehen. Auf Platz 4 unseres Countdown liegt der wortwörtlich größte Überlebenskünstler, der Eisbär. Ein normaler Eisbär besitzt ein Fettpolster von rund 12 cm unter seinem dichten Pelz. So leidet ein erwachsener Eisbär eher unter sommerlicher Hitze als unter winterlicher Kälte. Babybären dagegen sind kälteempfindlich. Daher müssen Eisbärmütter Wege finden, dem arktischen Klima zu entkommen. Eisbärweibchen graben sich in den Schnee. Der Wildbiologe Steve Armstrong sucht so eine Eisbärhöhle. Hey Bär! Tief verborgen in ihrer Schneehöhle trotzt die Bärin jedem Wetter. 4 Monate hält sie Winterschlaf in dieser Höhle. Das spart eine Menge Energie. Shallow spot. Ihre Herzfrequenz sinkt dabei auf 8 Schläge pro Minute und ihr Stoffwechsel fährt auf halbe Leistung. Noch während sie schläft, kommen ihre Jungen zur Welt. Und die ganze Zeit über hat sie kein einziges Mal ein dringendes Bedürfnis. Ohne Ausnahme. Diese extreme Zurückhaltung macht Wissenschaftler extrem neugierig. Denn wenn sie das Geheimnis entschlüsseln könnten, warum der Gang zur Toilette für den Bären entbehrlich ist, könnte das vielleicht auch Erleichterung ins Leben kranker Menschen bringen.
Die Wissenschaftler untersuchen an betäubten Bären, wie das Recycling funktioniert. Bären können Abfallprodukte in Eiweiße umwandeln. Das heißt, sie zerlegen Verdauungsreste in Moleküle und bauen daraus Substanzen, die ihr Körper wieder verwerten kann. Die Forscher erhoffen sich von ihrer Arbeit Erkenntnisse für die Entwicklung von Medikamenten für Nierenkranke. Die Patienten könnten dann die Giftstoffe in ihrem Blut selbst abbauen. Das würde die unangenehme Blutreinigung durch Dialysemaschinen überflüssig machen. Aber nicht jeder, der die Körperbeherrschung eines Eisbären erreichen will, geht uns mit gutem Beispiel voran. Einen recht eigenwilligen Ausdauerrekord stellte 1994 ein Neuseeländer auf. Bei seiner Einreise kam er den Grenzbeamten verdächtig vor. Er wurde festgenommen, weil man annahm, dass er Drogen schmuggeln würde. In seinem Körper. Man hatte ihn in ein Hotelzimmer einquartiert, wo die Polizisten geduldig auf das große Geschäft warteten. Und sie warteten und warteten. 3 Wochen und noch immer kein sichtbarer Erfolg. Aber am 23. Tag gab es für den Schmuggler dann kein Halten mehr und die Polizei erhielt ihr Beweismaterial. Und nun verspürten die Beamten ein dringendes Bedürfnis. Sie ließen den Sträfling im Namen des Gesetzes abführen, wegen Justizbehinderung. Bloß gut, dass Menschen noch nicht über eine so ausgeklügelte Verdauung wie der Eisbär verfügen, sonst säßen die noch heute im Hotel. Kaum zu glauben, dass es noch zähere Tiere geben soll als Eisbären, Röhrenwürmer und Kakerlaken. Aber Platz 3 in unserem Countdown eroberte ein Tier, das den kältesten Ort der Welt wie ein tropisches Paradies aussehen lässt. Und das sehen wir nun gleich in Tierisch Extrem. In der Antarktis erreicht die Kälte Extremwerte. Die Durchschnittstemperatur von minus 57 Grad Celsius kann örtlich auf eine Rekordtiefe von fast minus 90 Grad sinken. Wer käme also schon auf die Idee, hier freiwillig den Winter zu verbringen? Unbedeckte Haut erfriert in weniger als einer Minute. Und dennoch laufen die Überlebenskünstler Nummer 3 hier barfuß. Das sind Kaiserpinguine. Wenn der Winter hereinbricht, das Meer zufriert und die Lebensbedingungen härter werden, ziehen die meisten Tiere gen Norden in wärmere Gebiete. Nicht aber die Kaiserpinguine. Diese erstaunlichen Geschöpfe wählen ausgerechnet den kältesten Platz der Erde zum Brüten. Sie rutschen und watscheln bis zu 80 Kilometer, um ihren Brutplatz zu erreichen. Dort kuscheln sie sich zusammen zum Schutz vor den eisigen Winden. Jedes Weibchen legt nur ein Ei, das es sogleich dem Männchen überlässt. Dann hüllt der arktische Winter die Kolonie der einsamen Väter in scheinbar ewige Dunkelheit. Da stehen sie dann, ohne etwas, woraus sie in dieser gefrorenen Wildnis Nester bauen könnten. Also machen sie ein Nest aus ihren Füßen. Dabei balancieren sie ihren kostbaren Schatz auf den Zehen und legen eine wärmende Hautfalte darüber. Jetzt kann der Winter kommen. 65 Tage lang bewegen sie sich kaum und schützen das Ei auf ihren Zehen vor Eiseskälte, scharfem Wind und Sturm. Und das ist noch nicht alles.
Sie fressen währenddessen nichts. Wenn die Sonne schließlich wiederkehrt, ist es wie eine Erlösung für alle, die den Winter in der Eiswelt überlebt haben. Move all the rocks and plywood over this way, so they don't clutter the picture. Frühlingsanfang feiert man in der Scott-Antarktis-Station mit dem sogenannten Polarsprung. Die Regeln sind einfach. Splitternackt, einmal ganz untertauchen. Es sollte ein kurzes Vergnügen bleiben, denn in diesem kalten Wasser verliert man die Körperwärme 32 Mal schneller als in kalter Luft. Im Eiswasser kommt es schon nach wenigen Minuten zum Herzstillstand. Doch in Extremfällen kann man auch das überleben. Ein 18-jähriger Mann aus den USA brach während eines Spaziergangs im März 1975 ins Eis ein. 38 Minuten lang lag er im Eiswasser. Als er geborgen wurde, gab er kein Lebenszeichen mehr von sich. Im Rettungswagen erwachte er plötzlich. Er überlebte dank eines für Säugetiere typischen Tauchreflexes. Dabei werden alle Körperfunktionen, die nicht Herz und Gehirn versorgen, eingeschränkt. Tatsächlich können in extrem kaltem Wasser Menschen und vor allem die wahren Tauchexperten eine Weile überleben. Auch bei tauchenden Kaiserpinguinen werden nur die lebenswichtigen Organe mit Blut versorgt. Deshalb können sie ohne zu atmen rund 20 Minuten unter Wasser bleiben. Zurück auf dem Eis kehren die Weibchen mit vollem Kopf zu ihren hungrigen Partnern zurück. Gut, dass sie den Winter über viel gefressen haben, denn die Eier sind jetzt ausgebrütet und so gibt es da noch ein extra Schnäbelchen zu stopfen. In dieser eisigen Welt zu überleben, verlangt schon einiges an Zähigkeit. Pinguinküken müssen gut behütet werden. Fielen sie aufs kalte Eis, wären sie in 2 Minuten tot. Der nächste Kandidat unseres Countdown hätte damit jedoch kein Problem. Nummer 2 auf unserer besten Liste hat eine sehr extreme Strategie, die Winter in den Bergen Neuseelands zu überleben. Es ist die flugunfähige Riesengrille namens Veta. Wahrlich ein robustes Insekt mit gepanzertem Körper und Kiefern wie Brecheisen. Doch im Gegensatz zu Eisbären oder Pinguinen sind diese Langfühlerschrecken Kaltblüter. Wenn also die Temperatur bedrohlich fällt, nimmt die Grille eine Auszeit. Ihr Körper friert komplett ein. Wenn die Körperflüssigkeit zu Eis wird, stellen Herz und Hirn ihre Arbeit ein. Zuweilen mehrere Monate lang. Tiefgefrorene Überlebenskünstler. Wie machen die das? Denn menschliche Versuchspersonen halten das nur wenige Minuten durch. Wenn Wasser in unseren Zellen zu Eis kristallisiert, wird die Lage ernst. Eiskristalle sind groß, scharf und keineswegs harmlos. Bergsteiger, denen das Wasser im Körper gefriert, bekommen sogenannte Frostbeulen. Das
Das Eis zerstört die Zelle, indem es ihre feine Hülle platzen lässt. Auch wenn eine Erfrierung durch Wärme aufgetaut wird, die Zellen sind für immer zerstört. Und das führt meist zu Kältebrand und Amputationen. Natürlich nicht bei der Veta, denn wenn das Tauwetter einsetzt, erwacht sie einfach zu neuem Leben. Keine Frostbeulen, keine Zellschäden, die Veta überlebt durch eine Art Scheintod. Und Wissenschaftler haben keine Ahnung, wie sie das schafft. Doch sogar diese erstaunliche Widerstandskraft steht außer Konkurrenz für den Überlebenskünstler schlechthin auf dieser Welt. 9 Kandidaten haben wir kennengelernt. Sie alle sind Meister im Überleben. Nur ein Tier ist noch extremer. Es ist die absolute Nummer 1 bei Tierisch Extrem. Der Top-Überlebenskünstler unseres extremen Survival-Countdown ist so unverwüstlich, dass er praktisch überall auf der Welt zu finden ist. Von den Tiefen des Meeres bis auf die Gipfel des Himalaya überlebt er in heißen Quellen, in den ewigen Eiswüsten der Arktis, in knochentrockenen Sandwüsten, in feuchten Regenwäldern und sogar in unserem Garten. Insektenkundler Rüd Kleinpaste ist dem widerstandsfähigsten Tier der Welt auf der Spur. Theoretisch findet man diese spitzen Überlebenskünstler überall versteckt in Flechten und Moosen. In der Praxis ist das schon schwieriger, denn das widerstandsfähigste Tier der Welt ist winzig klein. Unerreicht. Auf Platz 1, das Bärtierchen. Schade, dass man Bärtierchen mit bloßem Auge nicht sehen kann, weil sie so klein sind, denn sie sind wirklich süß, wie kleine Teddybären. Eigentlich tummelt sich das winzige Tierchen auf seinen 8 Stummelfüßchen ständig in Flechten und Moosen, aus denen es Säfte heraussaugt. Aber wie ist es möglich, dass die kleinen Bärtierchen mehr aushalten als Grizzlybären? Bärtierchen sind eben absolute Überlebenskünstler und wenn es hart wird, rollen sie sich einfach zusammen und sterben. Sie verlieren etwa 99% ihres Wassergehalts. Eine Art Scheintod tritt ein. Zum Beispiel, wenn sie erfrieren könnten. Dann zieht das Bärtierchen seine Beinchen ein und schrumpft zusammen. Die Körperfunktionen werden eingestellt, bis sich die Lebensbedingungen wieder bessern. In diesem Zustand ist es so gut wie unzerstörbar. Was wäre, wenn Menschen solche Eigenschaften hätten? Bei lebensbedrohlichen Kälteeinbrüchen müsste man sich nur zusammenrollen und alle Flüssigkeit verlieren. Dann käme man in ein todesähnliches Stadium. Wie das Bärtierchen könnte man in gefrorenem Zustand problemlos überleben. Bärtierchen ertragen Temperaturen von minus 200 Grad Celsius. Auch in extremer Hitze sind sie unverwüstlich. Sie haben schon glühend heiße 150 Grad Celsius überlebt. Angenommen, man wäre radioaktiven Niederschlägen ausgesetzt. Selbst 200 Kilometer von einem Atomunfall entfernt wäre die Dosis für den Menschen immer noch tödlich. Im Messwert für radioaktive Strahlung wären das 500 Röntgen.
Das unverwüstliche Bärtierchen aber könnte mehr als das Tausendfache dieser Dosis überleben. Auch in der Wüste könnten Bärtierchen problemlos leben. Ein Mensch stirbt nach etwa 2 Tagen, wenn er nichts trinkt. Und selbst Kamele müssen passen, denn ein unverwüstliches Bärtierchen ist bisher nicht zu toppen. Vor langer Zeit war einmal ein Bärtierchen in einem vertrockneten Stück Moos, einem Museumsexemplar, eingeschlossen. Als Wissenschaftler eines Tages das Moos bewässerten, wurde das Tier wieder lebendig. 120 Jahre später. Bärtierchen scheinen sprichwörtlich nicht von dieser Welt zu sein, denn sie könnten sogar im Weltraum überleben. Eine zarte Gestalt ist, wie man sieht, kein Grund, die Fähigkeiten eines Tieres abzuwerten. Denn schließlich sind Bärtierchen, wenn es ums Überleben geht, absolut tierisch extrem.